Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um das Thema OpenAI und GPT-5 gehen. Mach dich auf jeden Fall bereit, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Lass auf jeden Fall ein Abo da, wir stehen kurz vor der 1000. Ich würde mich mega drüber freuen. Legen wir los. Also, worum geht es? Sam Altman, der Big Boss von OpenAI, hat kürzlich bestätigt, dass nicht an GPT-5 gearbeitet wird und das auch in nächster Zeit nicht passieren wird. Und zwar hat er das bei einer Veranstaltung am MIT gesagt. Ich verlinke dir auf jeden Fall das Video mal in der Videobeschreibung, dann kannst du dir das Ganze nochmal anschauen. Grund für die ganze Sache war der offene Brief von mehreren tausend Leuten, die einen Stopp gefordert haben, was die Weiterentwicklung von KIs betrifft, die stärker sind als GPT-4. Man muss dazu sagen, dass dieser Brief auch viele Kritiker hervorgerufen hat und sich die Experten auch ziemlich uneinig sind, wie man überhaupt die Entwicklung von KI stoppen bzw. pausieren könnte. Altman selber hat auch gesagt, dass ihm so ein bisschen die technischen Feinheiten fehlen in dem Brief und da nicht wirklich drauf eingegangen wird, wie sich die Leute das denn genau vorstellen, hat aber da dann halt nochmal bestätigt, dass er aktuell oder OpenAI allgemein nicht an GPT-5 arbeitet und das in nächster Zeit auch nicht tun wird, aber GPT-4 wird weiter ausgebaut. Der Hauptteil war so ein bisschen die Diskussion über das Thema Sicherheit, auch die Herausforderung, wie man eine KI sicherer gestaltet und vor allen Dingen auch, wie kann man den Fortschritt einer KI messen. Also es gibt halt keine Anhaltspunkte, dass man sagt, okay, jetzt ist eine KI zu weit entwickelt, jetzt müssen wir aufhören. Dazu kommt einmal, dass die Allgemeinheit denkt, weil sich das so etabliert hat, sobald eine höhere Zahl hinten dran hängt, dass es automatisch um ein Vielfaches besser ist, was ja tatsächlich nicht der Fall ist. Nur weil GPT-4 jetzt vielleicht GPT-5 heißt, bedeutet das ja nicht im Umkehrschluss, dass es eine extrem bessere Version ist, sondern vielleicht auch nur ein paar kleine Updates gemacht wurden. Wichtig wird auf jeden Fall in Zukunft sein, dass man sich hauptsächlich darauf konzentriert, was kann eine KI, was kann sie nicht und was ändert sich in Zukunft und vor allen Dingen, was muss sich ändern. Auch wenn derzeit nicht an GPT-5 gearbeitet wird, ist es für diejenigen, die daily diese KI nutzen, gut zu wissen, dass GPT-4 weiterentwickelt wird. Es wird trotzdem daran gearbeitet, dass dieses KI-Tool besser wird, sicherer wird und so weiter. Heißt, im Umkehrschluss gibt es keinen Stopp allgemein, sondern erstmal nur für die Entwicklung von GPT-5. Dann ist halt auch noch immer ein interessantes Thema, was die Regierung betrifft, mit GPT oder allgemein KI verbieten. Wir sehen es an Italien. Es wird darüber diskutiert, auch in anderen Ländern KI-Entwicklung zu verbieten. Meine Meinung, selbst wenn es einer Regierung gelingen würde, eine KI zu verbieten, ist die Gesellschaft trotzdem schon so weit, dass sie mit allen möglichen KI-Tools arbeitet. Von daher würde sich ein Verbot meiner Meinung nach nicht wirklich rentieren, in Anführungszeichen. Denn wenn wir jetzt mal annehmen, man verbietet, nur mal als Beispiel, GPT-4 in Deutschland, dann würden alle Leute einfach eine VPN nutzen, um weiter mit GPT-4 arbeiten zu können, weil es halt eine extreme Erleichterung im Alltäglichen ist. Und außerdem, was auch ein Punkt ist, wenn man nicht unbedingt GPT-4 jetzt verbietet, sondern die Entwicklung verbietet von KIs, haben wir ja trotzdem schon so viele Möglichkeiten, diese KIs jetzt zu nutzen, dass ein Verbot nicht unbedingt das Ganze aufhalten würde. Klar, es würde das ein bisschen entschleunigen, ein bisschen runterfahren, aber dennoch haben wir GPT-4, mit dem wir so viel machen können. Und ihr seht selber, ich zeige euch ständig Tools, die auf irgendwelchen Sachen beruhen, die sich ständig weiterentwickeln und die man trotzdem noch nutzen kann. Mich würde auf jeden Fall mal deine Meinung interessieren. Was sagst du dazu? Bist du der Meinung, die Entwicklung von KI sollte gestoppt bzw. pausiert werden? Oder sagst du, es ist ein wichtiger Schritt in unsere Zukunft, dass wir weiter an der Sicherheit arbeiten und an neuen KIs arbeiten, um zu gewährleisten, dass diese noch besser funktionieren, als sie es jetzt schon tun? Schreib mir deine Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Ich danke dir wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.